Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 hier in England. Und ja, ich habe mir gerade mal überlegt, dass wir diese Linie hier, London Transfer ist, den möchte ich gerne im London, wer denn jetzt hier in 1 ist, Zentrum. Wir sollen am Zentrum ein bisschen länger warten. Das heißt, wir müssen den hier, machen wir den hier auch. So. Dass sie sich halb voll laden sollen. Da kann es jetzt einstellen, Fahrzeug 3 Minuten. Maximal weiter 3 Minuten, das ist okay. Kann so bleiben. Ja, dann warten wir jetzt mal ab. Dann sollte jetzt eigentlich 3 Minuten hier stehen bleiben. Weil wenn die Leute hier mal ankommen mit dem Zug. Der nächste kommt der zwar erst hier hinten. Aber dann nimmt er die teilweise nicht mehr mit. Weil die jetzt so lange brauchen, bis sie dann dahin gewatschelt sind. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Dann soll jetzt einfach ein paar Minuten hier warten. Drei Stück Minuten. Da können die Leute hier immer noch einsteigen. Und das macht er dann oben auch. Und es stört ja auch nicht. So. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Straßen gebaut und den Bahnhof hier angebunden. Mehr habe ich nicht gemacht. In den Kommentaren hat jemand geschrieben, den Lufthansa Express. Also den Lufthansa Express jetzt von dem Bahnhof zu dem Bahnhof. Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen... doof, weil der ist ja erstens schon so lang und dann die 103 davor oder sowas. Nee, ich glaube nicht, dass das passt. Vielleicht kann der Lufthansa Express irgendwo anders hier zu irgendeiner Stadt, keine Ahnung, runter nach Southampton oder weiß der Kuckuck was bauen. Müssen wir dann mal gucken. Da möchte ich heute aber jetzt nicht unbedingt weitermachen, weil das ist noch nicht so weit. Ich habe auch noch die S2 habe ich noch geändert. Ich habe andere Züge draufgesetzt. Also auch wieder die Hamburger S-Bahn im Moment, weil die eigentlich gut passt mit 53 Leute. Okay, dann können wir die jetzt eigentlich auch schon was ändern. Dann können wir nämlich doch die wieder zurück ändern zu den alten, zu den englischen. Und dann machen wir die englischen in Doppeltraktion, weil wir haben nämlich jetzt einen Preis von 728. So, wenn wir jetzt hier drauf gehen, Fahrzeugersatz, schmeißen den wieder raus. Aber dann haben wir immer den gleichen Zug. Das ist halt auch wieder ein bisschen blöd, aber gut. Was willst du machen? Triebwagen, Elektro. Ne, das war Diesel. Der sieht scheiße aus. Der in ganz blau, weiß ich auch nicht. Den dann hier, ja. So, dann haben wir jetzt den Preis noch ein ganz bisschen hochgedrückt. Aber wir haben natürlich jetzt, was haben wir denn jetzt? 76 Leute können wir jetzt transportieren. Und, ja. Das ist dann nochmal ein bisschen mehr. Man, die hat eine Doppeltraktion, dann qualmt natürlich wie Sau. Ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich da drauf haben möchte oder ob ich hier nicht. Die sind ein bisschen zu groß. Die kosten noch 2,8 Millionen, das können wir uns gar nicht leisten. Der hier kann 60 Einheiten transportieren, kostet 1,25. Oder den Stadler Flirt, 190 Leute, 45 Leute. Oder wir lassen das erstmal mit 53, der ist ja nicht immer voll. Jetzt hätten wir noch den hier mit 90. Müssen wir schon fast den hier, der ist ja schon fast gar nicht so schlecht. Wenn wir den darauf packen mit 90 Leuten, das 1,2 Millionen, das ist ja eigentlich nicht schlecht, 120 km/h. Nehmen wir durch den. Zack. Ein. Fortsetzen. So, haben wir nochmal kurz investiert ein bisschen. Also jetzt kommt was Besseres, ne? Ach nö! Leute, echt jetzt? Oh, was haben wir jetzt neu gekriegt? Sollen wir gerade gucken. Was ist neu? Das waren noch die alten. Hier nochmal. Achso, das waren nochmal die normalen. Neue Baureihen dazugekommen. Die 423, vorher hatten wir ja die 400, doch auch 423, sind noch ein paar neue dazugekommen. Gucken wir uns die mal gerade an. Oh, das ist schon ein paar Tage älter, wa? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre neuer gewesen. Der macht aber nichts. Gut, dann fährt er hier auf der Linie. Und dann würde ich jetzt ganz gerne heute eine weitere Linie mit bauen. Wir haben jetzt ja die Linie hier schon nach Margaret. Zack, 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 zack. Bis nach Margaret. Wir haben die Linie bis nach Lowestoft. Und jetzt würde ich ganz gerne erstmal heute die Linie
weiterbauen nach Gloucester, weil das ist ja noch unsere S1, die ist ja noch nicht zu Ende gebaut. Und dann würde ich die ganz gerne erstmal weiter basteln. Damit wir dann hier die auch voll in Betrieb nehmen können. Mal, dann mal gucken, wie wir das jetzt so machen. 120, da fahren die Züge dann schneller. Das Gleis ist halt einfach schweineteuer hier. Wenn ich das jetzt nehme, kostet das Stück, auch wenn es jetzt nicht funktioniert, aber kostet 750.000, hier mit 423, aber das ist halt schon wieder hell. 150. Wie schnell fahren die denn? Wollen wir gerade gucken. Das ist ja quasi der hier. Das ist ja 140. Ich will halt auf jeden Fall das dunkle Gleis jetzt hier irgendwie haben. Zumindest ein Stück. Also das hier müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie einmal kurz leider... Oh, nee. Das kann jetzt echt übel teuer werden. Oh, das ist genau in so einer Senke. Ah, das ist doch echt kacke. So wird's funktionieren. Aber so schon wieder nicht. Doch. Dann brauche ich auch noch eine Brücke. Bau sie! Nein! Müssen wir die Züge hier so nach oben fahren lassen. Gefällt mir jetzt eigentlich nicht so, weil ich dann wieder so nach unten fallen muss. So kurz es irgendwie geht. Aber vielleicht können wir das noch ein bisschen tricksen. Wenn wir das hier noch ein bisschen nach unten machen. Haha. Zack. 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 Nee, das hat jetzt, das Tricksen hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Das mal so sagen darf. Problem ist jetzt. Komm, scheiß drauf. Müssen wir was machen. Peter, die sind nicht schön zusammen, die Schienen. Weil die der Bahnhof hier so ein ganz bisschen weiter auseinander ist. So, wir sollen natürlich die Straße hier wieder hinzimmern. Ja, da kannst du schon fast mit einer Brücke arbeiten, wa? Im Ganzen meine ich jetzt schon. Jetzt müsste das hier nur noch ein bisschen weiter weg. Was willst du denn da hinten jetzt? Was ist denn jetzt dein Problem hier? Ich war vorher auch die Straße. Steigung zu groß, ist das jetzt dein Ernst? Die war doch hier vorher auch. Warum muss halt dahin? So. So, perfekt. Und bauen wir es halt jetzt so. Wenn ihr das so gewollt habt, mir das auch egal. Ich hätte ja jetzt schön, wäre jetzt schön hier drauf gegangen, aber wenn ihr jetzt hier so eine steile Abfahrt haben wollt, dann habt ihr die halt. Ich kann jetzt ja nicht die ganze Stadt abreißen. Das wird nicht funktionieren. So, gut, dann bauen wir jetzt hier weiter. An den Bushaltestelle so hier noch hinsetzen. Zack. Wo ist er denn, der Bus? Wie viele Busse haben wir denn hier eigentlich? Zack. Mal da hinzufügen, doch. Am Drosselweg hältst du noch an. Ja, das ist natürlich jetzt auch maximal scheiße hier. Dann sollten wir mal hier unten noch einen hinzufügen. Wenn sich die Stadt sowieso in die Richtung ausbreitet. Kommt nach dem Drosselweg nämlich noch der, dann dreht er da unten um. Ja. Und dann könnt ihr eigentlich auch fast sagen, dass wir hier einen hinbauen. Hier muss noch einer hin. Das ist dann nach dem Wiechernweg. Achso, quasi der letzte. Oder dann langfahren.
Genau. So. Sehr schön. Dann geht's weiter mit unserer Strecke. Mal hier wieder runter ins Tal. Müssen wir gleich wieder hoch. Nö, wir gehen dann hier auch so ein bisschen an der Straße lang. Zack. Kommen wir da jetzt vernünftig rüber? Kann nicht das wieder jetzt wieder. Nö. Es geht. Nehmen wir jetzt noch einen neben. Geht auch. Perfekt. So. Milton Keys, keine Ahnung, das binden wir vielleicht einfach mit einer Straßenbahn an oder so. Mal gucken, wo wir hier den Bahnhof hinsetzen. Hier ist ja auch wieder sehr hügelig. Dieses Problem werden wir allgemein viel in dieser, auf dieser Map haben, dass es oft sehr hügelig sein wird. Nee, dann nehmen wir was anderes. Bei Ihnen hier. Zwei Gleise, 160 Meter ist okay. Das ist einfach hier alles Terrain möglich. Nicht so richtig Terrain möglich. Aber wir können was ganz anderes machen. Den hier. U-Bahn. Zack. Können wir nämlich hier einfach. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich den jetzt hier einfach hinsetze, kann ich irgendwie noch Länge 180. Standardtyp, Terminal. Hier im nächsten Update. Wenn ich den jetzt hier einfach hinsetze, funktioniert das. Geil. Und die Map ist auch nicht abgekackt. Wie cool ist das denn? Und die deckt ja fast die ganze Stadt ab. Cool. Muss die S-Bahn halt mal so ein bisschen unterirdisch fahren. Aber das macht ja nichts. Irgendwas ist ja immer. Was ist denn jetzt dein Problem? Wo hapert's denn? An der Straße jetzt oder was? Jetzt war ich gerade so euphorisch. Da ist auch noch eine Weiche mit drin. Ne? Nur ein Bahnsteig oder wie? Kann ich jetzt natürlich nicht reingucken. Autosave. Aha. Na gut. Wenn das halt so sein muss, dann machen wir das halt so. So. Wenn der Tunnel hinten wieder hochkommt. Genau. Bis dahin ist okay. Dann kommen wir da mit der Straße wieder oben rüber. Perfekt. So. Jetzt ja mal schön durch den Wald. Oh, das ist immer so kacke, wenn man diese Terrain immer so angleichen. Hier mit so einem riesen Wall. Jetzt hier mit so einer Brücke hier mitten im Wald, ist irgendwie auch nicht so doll. Oder? Naja. Fahren wir quasi in den Baumkronen. Zack. Hier kann der Zug auf jeden Fall mal ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Zack. Hier haben wir nochmal einen Tunnel. Das ist in Ordnung. Da gehe ich wohl mit d'accord. Das kostet natürlich richtig Schotter, ne? Diese Schienen. Schwede. Oh, nee. Das ist der doofe Tunnel.
das ist jetzt der Standardtunnel, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ist doch noch was. Ich würde sagen. So, nochmal den Tunnel bauen. Nee. So war das jetzt nicht abgesprochen. Ich will den Tunnel da jetzt haben. Den will ich haben. Dann bin ich jetzt eigen. Wenn ich mir den Berg erhöhe. Den will ich haben. So. Genau. Zack. So. Sehr schön. Kann man ja auch schön durchgucken. Perfekt. Das läuft. So, und hier geht es jetzt unten rein. In den Bahnhof. Krasser Shit. Müsste das hier auf der anderen Seite irgendwo wieder rausgehen, ne? Wo ist denn die Stadt? Gloucester ist da. Wäre es am besten, wenn ich hier noch runterherkomme. Dann müssen wir das so machen. Da gibt es dann nämlich am wenigsten Probleme. Mal wieder wechseln. Zack, zack. Aber natürlich hier erstmal direkt wieder im Berg. Alter Schwede, Gloucester liegt aber auch in so einem Tal, ne? Wie wollen wir denn das anbinden? Besten wäre, wenn wir hier so einen Kopfbahnhof ransetzen. Irgendwie sowas. Was haben wir denn da? Eingleisig wäre ja schön, ne? Du kannst ja nur den nehmen wieder. 160 Meter. 2000 Jahr. Kann man gleich noch ein bisschen biegen. Wir setzen ihn direkt hier hinten rein. So. Jetzt mit den Straßen irgendwie sehen, dass wir da hinkommen. So. Okay, hier wird es natürlich jetzt schwierig. Aber gehen tut's auch. So, dann deckt das der Bahnhof ja schon die gesamte Stadt ab. Wir müssen natürlich hier direkt wieder in einen Tunnel rein. Und aber nicht ganz so steil, bitte. Ich möchte nämlich erst noch eine Weiche bauen. Sonst haben wir nachher das Problem, dass wir hier nicht vernünftig. Ah, Mensch. So. Jetzt kannst du hier machen, was du willst. Zack. Aha. Gut, das Stück wäre natürlich jetzt 5 Millionen. Alter Schwede. Hiermit kostet es nur 4 Millionen. Machen wir das. So, ich drücke natürlich jetzt ein bisschen mehr unterirdisch laufen. Aber ich finde eigentlich auch gar nicht so schlecht. Anders geht's halt nicht, ne? So, machen wir das hier mal. Oh, falsche Taste. Ich muss ein bisschen anpassen alles. Kanten also ein bisschen wegmachen. Perfekt. Hier auch so ein bisschen. Hier haben wir noch groß rumgerissen, irgendwo da hinten. Genau. Braucht man gar nicht so viel machen hier an der Strecke. Perfekt. So, dann müssen wir natürlich gucken, was wir da für Züge draufsetzen. Weil der wird dann zu klein sein. Und die haben den jetzt ja auch schon. Da wird dann sowieso generell irgendwas anderes draufpacken. Oxford braucht natürlich jetzt noch irgendwie eine Buslinie gleich. Die Linie können wir dann mal gerade anpassen. 1 macht sogar plus. Da ist noch ein Wagen, der dann jetzt gleich getauscht wird. Na, steht ja schon an der andere. Ja. 1,3 Millionen. Dafür macht die andere 3,6 minus. Läuft. Vielleicht sollten wir die tauschen. Obwohl das wahrscheinlich irgendwann jetzt auch langsam dann alles steigt.
Wenn wir nur zwei Züge fahren, natürlich schon extrem teuer sind, ne? Naja, egal. Wie viel groß sind denn die Städte? Oxford hat 146 und das mit Kaff hat 112. Aber nach Oxford werden wir nochmal Milton Keynes oder Milton Keynes, so wie das heißt, da werden wir noch eine Straßenbahn bauen, dass die da auch noch hinkommen. Deswegen würde ich die wahrscheinlich dann eher hier wieder hinten setzen oder so, ich weiß es noch nicht. Ja, fahr du erstmal weiter. Und dann gucken wir mal, jetzt bauen wir die Strecke schon mal um. Ne, DS1. London, da geht's weiter nach dahin, 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 dahin. Genau so. Also wenn, dann würde ich die nämlich jetzt ersetzen. Obwohl, die kann eigentlich auch stehen bleiben. 53 Leute erstmal. Er ist jetzt da hinten. Perfekt. Dann würde ich nämlich jetzt hier noch gerade versuchen, hier einen raufzukriegen irgendwie. Geht natürlich nicht. Sprung zu groß. Aber hier kriege ich jetzt kein Ding sonst nehmen. Da wollen wir jetzt gar keine Illusionen machen. Das wird nicht funktionieren. Da, 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 da. Schöne Brücke. Da, 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 da. Siehst du? Falsch rum geht das sowieso nicht. Und so geht das dann erst recht nicht. Das hat nämlich keinen Sinn. Natürlich jetzt doof. Bitte gerne noch einen draufsetzen. Irgendwie. Also müssen wir es halt anders machen. Machen wir das mit drei Zügen. Der eine ist da. Dann schicken wir einen in die Richtung ein. Jetzt nochmal in die Richtung. Das können wir jetzt kurz einmal hier bauen. Einer fährt jetzt hier in die Richtung. Und der andere fährt in die Richtung. Zack. Jups. Zack. Nenne ich Diesel elektrisch. Zack. 4 Millionen. Und drauf da. Und du auch. Zack. Und los. Perfekt. Jetzt brauchen wir halt erst noch, bevor es weitergeht, brauchen wir noch ein paar Signale. Fahrtsignal, Streckensignal. Und bei drei Zügen das eigentlich nicht so das Problem sein dürfte. So. Weil hier vorne muss er ja auf jeden Fall warten, er dann da raus ist. Noch ein Signal hinstellen. Was nögelt der denn da jetzt rum? Wenn man fragen darf. Zug 13. Ach, all den Sabbel. Du hast so keinen Strom. Kannst du ja nicht einfach umdrehen. Genau. Fahren wir hier mal gerade mit, weil ich möchte mir den Bahnhof jetzt mal von unten angucken. Und dann sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Tagen wieder, wenn es heißt Transportfieber. Na gut. Ist halt ein sehr schmaler Bahnhof, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Menschen runterkommen. Ein bisschen Licht durchflutet, das hat sehr einfach gehalten. Aber ist ja egal. Geht soweit eigentlich. Und so kann man damit leben, finde ich. Du kennst ja hier unten an.
Oxford wird ja fast ganz. Oxford muss ich noch eine Buslinie mal machen. Und ja. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, bis morgen. Bis übermorgen. Haut rein. Ciao.